Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor, nimmer Jedi Fallen Order. Genau, hier haben wir in der letzten Folge aufgehört. Und hier machen wir jetzt weiter. Viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, es laggt nicht so sehr. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hoffe, alles im Hintergrund stört jetzt hier nicht. Aber mit kann ich ja mal kurz schauen. Der will uns hier einfach gefangen nehmen, der Dreckspatz. Okay. Ich habe, glaube ich, alles Unnötige jetzt hier im Hintergrund zu. Ja, zu. Geh zu. Ja. Allee! Allee! Ja, ja, selber alle, alle. Aua, der haut mich, weil ich nicht weiterlaufe. Dann laufen wir mal besser weiter. Sonst tut es uns noch sehr, sehr weh. Übrigens, mit dieser Taste, also mit der Rücktaste, könnt ihr auch den Fotomodus aktivieren. Dann einfach R drücken und dann habt ihr Bild. Aber ich würde vorher die UI ausblenden und dann R machen. Ich tue jetzt übrigens das Jedi Survivor Logo nachträglich einfüge, weil das vorgefertigte Logo finde ich jetzt nicht so groß. Der von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Das ist ein super schönes Screenshot. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ich will mich jetzt befreien, Unterwetter. Was macht ihr dann eigentlich mit mir? Das Sicherheitsdruide, dich töte ich noch. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien die Docks. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Ruin. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Nein. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe.
wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Ja, her damit, guck mal. Haltet den Jedi auf! Guck mal, wir können sogar noch die alte. Oh, wie cool, Mann. Ich will ihn leben! Kommt und holt mich! Boah, wie cool, Mann. Ist das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir. Tötet den Attentäter! Boah, das macht sowas von Spaß, Mann. Und was? Entschuldigung, meine Stimme. Aber so schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das war ein schlauer EMP-Schlag. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten. Oh, Mist. Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Ah ja, ich wollte euch übrigens noch sagen, der Download zu diesem 130 GB hat über 20 Stunden gedauert. Ja, das weiß ich ja, wenn man springt. Ah, ich brauche echt eine bessere Grafikkarte, Leute. Das ist irgendwie ein bisschen... Es ist gut, es kriegt's noch gut hin irgendwie, aber... Irgendwie, also entweder sind es meine Augen oder es ist das Spiel, aber es ist ja schon ein bisschen später. Aua. Ihr habt mich runtergeworfen, ihr Dreckspatze. Nein, da war noch eine Truhe, guck mal. Geduld. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Doch, doch, ich hab schon eine. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich schau nach der Folge nochmal, gell? Ist es sicher hier oben? Hast du etwa vor, einen direkten Befehl zu missachten? Ich meine nur, dass wir für sowas Jetpack kommen haben, oder nicht? Der Bezirk ist groß. Bleibt im Gleichgewicht. Lasst euch von den... So. Oh, guck mal. Mir habe ich seine Hand abgeschnitten. Ja. Egal, welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst ja die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Passiert, wenn man R drückt, gar nichts. Aber wir haben ja noch gar keinen Blaster. Wir haben übrigens durch unsere Vorbesteller Edition ein paar Boni bekommen. Bonus ist nämlich nicht die Mehrzahl von Bonus, sondern Boni. Genau, wo geht's eigentlich jetzt lang? Können wir irgendwas
gut, vielleicht nach der Runde, oder? Ach nee, da kommen wir eigentlich her, ne? Oder der. Ja. Himmel müsste endlich kein E mehr drücke dafür. Und es gibt bald eine Schnellreisefunktion. Ach hier. Guck dir mal. Wenn man richtig hochklettert, dann kommt man auch zum Ziel. So. Ja. Die Grafik könnte schöner sein. Aber es ist okay für das, was ich habe. Ich muss jetzt viel mehr Ding benutzen. Dann schaue ich das später mit irgendwie ein bisschen umbau. Ja, tut mir leid übrigens, dass die erste Folge nicht bis zu dem Speicherpunkt hier gekommen ist. Weil erst ab jetzt kann man speichern. Ich habe den ersten Teil nochmal neu gespielt. Meditationspunkte. Die Interaktion mit einem Meditationspunkt speichert das Spiel und ermöglicht den Zugriff auf mehrere Spieloptionen. Ausruhen. Wenn du dich in einem Meditationspunkt ausruhst, regenerierst du Kells Gesundheit und Macht und alle Gegner respawnen. Fähigkeitenbaum. Setze deine Fähigkeitspunkte ein, um ein ausfallender Schlag zu lernen. Fähigkeiten. Investiere an Meditationsfähigkeitspunkte, um Updates freizuschalten. Boah, wie schön, Mann. Das sieht echt schön aus. Jetzt haben wir hier Überlebe, Lichtschwert und Macht. Ich bin mal gespannt, ob die ganze Fähigkeit vom letzten Teil einetabliert habe. Oder ob es jetzt neue gibt. Ah, guck mal, das ist der Obi-Wan Hello, der Abstech-Move. Praktisch. So. Sonst haben wir natürlich jetzt noch die Fähigkeit, uns zu meditieren. Und Schnellreise habe ich jetzt bisher noch nicht gefunden, aber es könnte sein, dass die erst später kommen. Schauen wir mal auf F. Ach so. Ah, guck mal, wir könnten auch theoretisch die Fähigkeiten zurücksetzen. Das sieht auch ganz. Ah, guck mal. So können wir das jetzt. Doppelklinge. Ein Schwert. Widerstandskraft. Okay, das hört sich alles sehr spannend an. Da will ich euch jetzt gar nicht länger warten lassen und wir machen weiter. Okay, weiter geht's. Da mir übrigens heute Sonntag habe, wo das Video hier rauskommt, will ich euch natürlich hier ein längeres Spielerlebnis für euer Sonntag ermöglichen. Mal kurz, hier ist noch irgendwas. Was ist das? Ha, Echo. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht! Erschießt ihn! Da wir einfach die Kriegsveteran getötet. Warte mal, wenn ich jetzt auf Einstellungen gehe nochmal. Und hier auf Grafik. Nee, das war's ja nicht. Aber Texturqualität. Hoch. Du gehst jetzt auch hoch. Und zwar, warte mal, Barriere. Wenn ich jetzt den Hub auf 100 wieder mache. Ist dann das kleine Ding größer? Ja. Hup. Hup. Und wir haben unsere zweite Truhe schon. Ich hoffe, dass man die dann auf der Karte sehen kann. Vielleicht kann man die mit M öffnen. Oha, guck mal. Die ist zwar jetzt nicht mehr so schön wie im ersten Teil, aber viel vorteilhafter. Mit R können wir jetzt alles sammeln. Truhe sehen. Können wir theoretisch auch sehen, wo wir schon was eingesammelt haben. Boah, theoretisch könnte man es schon sehen, weil auf der Karte ist nämlich hier ein Ding eingemalt, eine Truhe. Okay, das finde ich cool. Also dann würde ich sagen, gehen wir mal auf der normale Weg zurück. Dazu einmal hier.
zurück. Ich denke mal, meditiere könnte man jetzt noch schnell. Aber wird wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig sein. Na, guck mal. Er hatte Aufbehalte. Also er war in Jedi Fallen Order. Die Meditationstaste. Bin mal gespannt, wenn wir so das Aussehen und so ändern können. Können wir das jetzt eigentlich schon? Mal guck mal, Kerl anpassen. Zwar könnte man eben seine Freeze ändern. Können wir seine Freeze schon ändern? Bart. Jacke. Ah, Jacke könnte man theoretisch ändern. Ah, hiervon können wir die Farbe ändern. Ne, da fand ich deine Standardjacke schon besser. Hemd. 3. Sei mir auch mal beim Standard. Und was haben wir hier beim der Hose? Aber ich finde es cool, dass man jetzt so die Farben so ändern kann. Ich würde gerne dann Bart ein bisschen ändern oder so. Aber. Ah, guck mal. Glatt oder Stoppel? Ganz ehrlich, Leute, ich habe mich jetzt schon an den Bart so leicht gewöhnt. Ah, guck mal. So könnte man jetzt theoretisch ein Kerlbild machen. Aber der Fotomodus direkt kann man nicht aktivieren. Aber ich habe jetzt auf Alt-Z. Alt-Z, wenn es geht, habe ich die GeForce Game Experience aktiviert. Und also von Nvidia praktisch. Und da kann man jetzt Screenshot machen. Gut, genau. Ich denke mal, weitere Anpassungen können wir auch bald machen. Aber, guck mal, das geht immer noch. Oh ja, yeah, das hat Spaß gemacht. Meint ihr, hier ist noch irgendwas? Wenn man da extra zurücklaufen kann. Ha ja, guck doch mal. Ein seltenes Mineral nehme ich an. Ja. Ein Chloritklumpe haben wir gefunden, okay. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hätte. Aber das wird uns das Spiel bestimmt noch bald erklären. So. Was haben wir hier? Ah, Lager vom Obdachlosen. Okay, ein praktischer Obdachloser. Der war auch gut. Ja, bin abgestochen. Voll cool. Also spiele ich übrigens ab 16. Falls ihr euch nach der Altersfreigabe erkundet. Nur so viele ertragt, solltet ihr am besten auf meinem Kanal schauen. Und wenn euch das zu viel Geschnetzel schon ist, dann geht hin und hört das ganze Ding entweder nur als Audio-Podcast. Oder lasst einfach nur durchlaufen, lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Holokarte freigeschaltet. Die Holokarte zeigt mit dem Symbol Kells aktuelle Position des Hauptziels an. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben. Steuerung. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in barrierefreien Einstellungen ändern. Legenden und Sammelobjekte. Die Legende F zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Unter Sammelobjekte R wird ein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Das haben wir ja gerade eben schon gemacht. Bleib immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Okay. Ein Machtriss fehlt uns jetzt noch. Ich denke mal, da
wird bestimmt noch irgendwann kommen. Sammelobjekte. Okay, Ebene tiefer, höher, zoomen, zentriere. Cool. Ah, wir haben ja eh nur Coruscant gerade. Also gut, Where is the way? Okay, ich denke mal, du geht's nicht lang. Da ist zwar Kabel, aber... Mist, aber Mist. Jemand anderes soll ihn erledigen. Ich erwische ihn. Komm wieder her. Lässt ihn weiter unter Druck. Ah, ich hätte hier dran hopsen können. Weißt du, was ich jetzt mit dir mache, du dir Trigger, du? So, selber schuld. So, als erster mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was finden können. Nee, ich glaube, das ist zu hoch. Ich glaube, dass ich das hier eher auf Steuerung umschalte. Und dann das auf die Map umbaue. Warte mal. Steuerung modifizieren. Und zwar hätte ich gern... Folgendes. Ausweichen. Weichen hätte ich gern auf Control, genau. Genau. Und dann hätte ich gern die Karte. Brüchen die Karte. Karte. Ah, man kann die Zwischensequenz sogar überspringen. Wo ist denn jetzt die Karte? Ich habe es gerade nicht gesehen. Karte. Kampfstil. Wo ist denn M? Ach, hier M. Okay, perfekt. Jetzt haben wir genau das, was ich gern hätte. Weil eine angepasste Steuerung ist halt schon schlau. Ach, da kann man gar nicht hoch, oder wie? Willst du lieber da hoch? Ah, hier ist eine Lücke drin. Ich sehe sie. Ah, guck mal. Manche von euch haben die Taste jetzt nicht hier drauf. Ich drücke die gerade an meiner Maus. Hä? Maus? Hä? Warum geht denn die Taste jetzt nicht? Moment mal, die geht doch, oder? Hä? Ich glaube, meine Maus hat sich gerade aufgehängt. Ja, geht doch, hä? Hä? Modifiziere. Hä? Irgendwas stimmt doch jetzt da gerade nicht. Scrollet Group ab. AX oder C könnte mir auch nehmen, wenn es nicht funktioniert. Achtung! Wird er entkommen?
Boah, cool. Ja, komm her, ich zeig dir jetzt was. So, du Striezki, du. Ah, jetzt das. Schau dir mal. Warten, das war. Das ist einfach. Zweifach. Okay, mehr können wir noch nicht. Kannst du mir helfen? Okay, nein. Ich weiß nicht, warum meine Up-and-Down-Taste gerade nicht funktioniert. Da ist er! Er schießt ihn! Hä? Was sehen wir denn? Ah, das kann ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe keine Blockausdauer mehr. Jetzt habe ich das gecheckt. Guck mal. Da kann man auch die Ansicht jetzt sehen. Und so bin ich mal echt ein komischer Kauz. Aber ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt dann die Folge gleich. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Boah, zum Glück muss man kein E mehr zum Klettern drücken. Das mochte ich vorher schon. Ich will unten sehen. So. Und ich würde sagen, genau in dem Moment hören wir jetzt auf. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge jetzt besser gefallen wie die erste, die einfach nur 10 Minuten hatte an Gameplay. Dann wünsche ich euch noch ein schöner Sonntag. Lasst gerne Like und Abo da. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Lasst gerne Like und Abo da. Und ciao.